Herzlich willkommen bei S21 BauTV. Heute wieder mal ein Blick auf die Baustelle Stadtbahntunnel der Ast vom Hauptbahnhof zur Hallische Staatsgalerie. Ist gebaut, ist schon fast komplett verfüllt und jetzt kommen die letzten Schichten. Wie man hier sieht, gerade hat der weiße LKW hier abgeladen. Und auf Google Fotos habe ich es gerade gepostet. Da drüben wird auch eine Ladung nach der anderen abgekippt. Das ist der Ast von der Haltestelle Staatsgalerie zum Hauptbahnhof von der Stadtbahn. Und zum Fahrplanwechsel im Dezember soll das wieder in Betrieb gehen und damit haben wir wieder den Netzzustand wie vor den kompletten Umbauarbeiten. Jetzt einen schnellen Schwenk, damit ich nicht überfahren werde. Auch hier drüben gab es was Größeres. Ich nehme an, es wurde was verladen. Auf jeden Fall sieht man, die Baustelle ist soweit fertig, verfüllt. Die letzten Schichten, um die Fahrbahn wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen. Oder hat da hinten die Steine gebracht. Was natürlich für den LKW jetzt nicht so richtig passend wäre. Aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Millimeterarbeit. Drüben noch die Betonage, wie vorhin im Video gezeigt. Notausgang. Personentunnel, Bahnsteig 2. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.